Auch wurde der Begriff des Läuterns anschaulich dargestellt und vorgeführt und alle hatten ihren Spaß. Den Helm der Läuterung! Der Helm der Läuterung ist ein in jahrelanger Entwicklungsarbeit angefertigtes Instrument, um Ehemänner, die ihre Frauen geärgert haben, zu läutern. Sagt ja schon der Name. Anke! War richtig, gell? Anke, das ist dein Instrument. Du darfst dich jetzt hinter den stellen, ja, komm her. Und darfst, du sollst locker nach vorne gucken, hatten wir doch abgemacht. Und darfst ihm jetzt alles, was dich an ihm stört, quasi rausprügeln, während wir das Lied spielen. So, um im Showgeschäft erfolgreich zu sein, braucht man vier Dinge. Zum einen ein tolles Publikum, das seid ihr. Zum anderen, ja, einen großen Jubel für euch selbst. Dürft euch mal selbst jubeln. Dann braucht man zwei, die man zum Affen machen kann. Das wären jetzt hier Sigi und Anke. Und ganz wichtig, bindet die Kinderlein ein. Gibt's hier ein braves Kind? Du bist ein braves Mädchen, gell? Zwei. Na, hoffen wir mal. Wo ist ja, komm Mama? Her, du darfst mal zu uns kommen. Ja, alle beide dürft ihr. Ihr dürft euch Mama? Das teilen. Mama weiß das so, am besten. Weil, wenn du die Kinderlein nämlich mit einbeziehst, freuen sich die Eltern und das gibt nachher schön viel Hutgeld. Ne? Also immer merken, wenn ihr das mal vorhabt. Und liebe Kinder, immer schön in der Schule aufpassen, weil dann müsst ihr sowas hier niemals tun. Und wir singen für euch hier an der Stetten das Lied vom Ehefrieden oder auch genannt der 30-jährige Krieg. Und immer wenn's passt, ne, schön hier eine rein. Wir fangen mal so leicht melodisch an. Glaub mir, das haben schon einige überlebt, der wird es auch überleben. Ja, hey. Hat deine Frau ein breites Maul und eine krumme Seele? Bei den Damen, aber um der Emanzipation Genüge zu tun, haben wir natürlich auch ein paar Strophen für die Damen eingebaut. Ich bin da richtig drauf. Hat ein Mann kein Zahn im Maul und läuft auf krummen Beinen? Mach du bist auch gleich dran, mein Freund. Das verspreche ich dir.